Hallo, mein Lieben. Heute geht es beim keltischen Baumhoroskop weiter mit der Pappel. Und diese steht unter dem Begriff Unentschlossenheit. Die Kelten nannten die Pappel auch der Baum, der zum Himmel strebt. Sie steht für die Geburtsdaten vom 4. bis 8. Februar, dem 1. bis 14. Mai und 5. bis 13. August. In der Natur gehört die Pappel zu den schnell wachsenden Bäumen. Dadurch entwickelt sie in frühen Jahren einen weichen Kern und weichen Baumstamm. Dieser festigt sich jedoch in den folgenden Jahren. So ist es auch bei den Pappelgeborenen. Deshalb ist es in frühen Jahren wichtig, dass diese mit den richtigen Erziehungsmaßnahmen und Erfahrungen konfrontiert werden, damit sie nicht über das Ziel hinausschießen. Pappelgeborene sind praktisch veranlagte, aber auch nüchterne Menschen. Sie werden von ihrem Kopf und der inneren Stimme geleitet. Es ist ihnen ein Gräuel, unsensibles Verhalten oder Lügen zu erfahren. Mit solchen Menschen möchte der Pappelmensch absolut nichts zu tun haben. Sie sind erfolgreich, wenn sie neue Dinge anfassen. Und das sehr schnell. Allerdings haben die Pappelmenschen auch den Nachteil, dass sie auf der einen Seite Angst vor eigenen Gefühlen haben, aber auf der anderen Seite nach einem Schwarz-Weiß-Muster denken. Beide Teile passieren aus einem gewissen Selbstschutz, um ihre gesetzten Ziele nicht zu gefährden. Der Pappelmensch ist schön anzusehen und es scheint, als würde er nicht altern. Leider besitzt er kein sicheres Auftreten, ist sehr empfindsam und macht sich damit das Leben mit anderen Personen schwer. Seine Vorteile sind Großzügigkeit und Dankbarkeit und er lässt sich nicht hinters Licht führen. Er hat eine sehr empfindsame Seele, auf die er achten sollte. In der Liebe ist es wie im Frühling. Sie erblüht mit einem selbstbewussten Partner an ihrer Seite. Pappelgeborene sollten nicht rauchen, weil sie Probleme mit den Atemwegen und den Bronchien haben. Auch sollte er besonders viel Aufmerksamkeit der Haut schenken. Dies war die Beschreibung der Pappel und als nächstes geht es mit der Zeder weiter. Bis dahin, herzlichst eure Deria.